Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Und ich habe mir gerade mal so diese aktuelle Quest durchgelesen. Suche nach Möglichkeiten, den Oxbow zu einem besseren Ort zu machen. Haben wir das nicht die letzten 40 Folgen gemacht? Frage ich euch. Ja, gerade hier mit den Schafen und so. Ist doch eigentlich schon ein besserer Ort. Also wir haben den Spot hier auf jeden Fall aufgewertet mit dem Dorf. Ja, ich wünsche euch eine schöne Folge und damit let's go. Ich habe natürlich eure Kommentare gelesen. Und weiß jetzt, warum mich dieses Symbol da oben links gequält hat. Dass etwas fehlte im Feldschuppen und zwar zweimal Leinsamen. Ja. Ich habe es registriert. Also ich hab eure Kommentare gelesen. Top. Vielen Dank. Ihr denkt für mich mit. Ist das super. Genauso wie ich gesagt habe, wow, ich kann ja im Pferch einfach Milch zapfen. Aber nur, wenn da tatsächlich auch Ziegen sind. Weil hier steht jetzt keine Tiere. Ne? So. Was unterm Strich bedeutet, dass einfach Schafe keine Milch geben in diesem Spiel. Entschuldigung. Und dass wir dafür Ziegen brauchen. Und das hier einfach nur so eingetragen ist, weil es einfach zwei Tierarten gibt, die man in dieses Gebäude zwängen darf. Ich habe auch gelesen, dass man tatsächlich in einem Gehege, in einem Pferch, Ziegen und Schafe halten könnte. Aber ich habe ja schon gesagt, ich glaube, Milch wäre so ein Projekt für Kühe bei mir. Und deswegen halten wir uns da die Option noch offen, dass wir da das letzte Tiergehege dann auch noch bauen. Irgendwann mit Kühen. Würde mich freuen. So. Das war jetzt der Frühling, würde ich sagen. Ich gehe schlafen und wir gucken uns den Sommer mal an. Das heißt wieder Kirschernte. Ich denke nicht, dass die kleinen Bäumchen hier schon mit Kirschen voll sind, wenn wir in den Sommer schalten. Aber wir gucken mal. Ja? Wir gucken uns das mal an. So. Bevor wir jetzt irgendwas machen, gucken wir nochmal in die Verwaltung rein. Wir haben nämlich ein Gebäude, einfaches kleines Haus, das hat so eine Risse. Muss repariert werden. Und die Küche. Die Küche muss auch repariert werden. Okay. Das ist südlich vom Wasserfall, das kleine Haus. Ah ja, da wird es das Strohdach sein. Hier ein bisschen Stroh und Stöcke mit und dann reparieren wir den Bums mal. Erstmal gucken wir uns die Küche an hier. Ach, hier oben. Toll. Noch was? Nö. Na gut. Ich würde gern sehen, wie hier ein NPC einfach drüber läuft. Naja. Da müssen wir mal schauen, irgendwann, wenn wir das zufällig mal sehen, bestimmt. Oha! Oha! Hier regnet es aber rein. Das würde ich machen lassen, wenn ich sie wäre. Das wird aber nicht ganz billig, sage ich Ihnen gleich. 4 Stroh auf jeder Seite. Sie wissen gar nicht, wie viel Stroh gerade zur Zeit kostet, oder? Und das muss ja auch noch jemand machen. Das macht ja auch niemand umsonst. Wissen Sie, was ich meine? Arbeitszeit und so. Sie fegen da ganz einfach, aber sie haben zwei riesige Löcher in ihrem Haus. Haben sie nicht sogar Kinder? Was ist, wenn die sich erkälten? Ich meine, es ist Sommer, aber der Winter kommt. Ned Stark hat es angekündigt. Der Winter wird kommen. Okay, irgendwann. Ich sag doch, der hat Kinder. Da, guck mal. Ein kleiner Rotzlöffel. Der wird doch krank. Irgendwann reißen wir diese Häuser hier ab. Kein Bock mehr auf diese Häuser. Hier oben ist komplett Kacke. Komplett Kacke. Wie dass die entweder da oben sind. Bei den anderen Häusern, bei meinen anderen Hollywood Hills
Oder hier unten noch irgendwo Platz finden. Oder da. Aber da ist wirklich schwierig. In den ganzen Bären und so. Da sind ja, glaube ich, zwei Spawns von Bären. Das will ich denen auch nicht zumuten. Hier vorne könnte vielleicht noch eine Hütte hin. Einfach, weil wir den Platz vernünftig ausnutzen wollen. Ey Leute, ich habe zu viel Palworld gezockt gestern. Gestern kam es raus. Also für euch vorgestern. Und ich habe die ganzen Commands noch drin. Ich drücke die ganze Zeit B, um zu bauen. Übrigens, schönes Spiel. Falls ihr euch das mal angucken wollt, Pokémon-Fans seid und so, schönes Spiel auf jeden Fall. Guckt es euch an, das ist super. Ich würde sagen, wir knallen hier einfach ein Haus hin. Test. Irgendein USB-Gerät hat sich gerade entkoppelt bei mir. Ich hoffe nicht, dass es ein Mikrofon ist. Dann haben wir ein Problem. Aber Mikrofon, ja doch, doch, das Soundsystem ist mit USB verbunden. Aber ich habe noch, ich sehe noch im Ausschlag, wir haben noch Ton. Okay, noch. Ja, hier einfach ein Haus hin und dann ist gut. Dann machen wir diesen Weg hier oben zu. Naja, bauen wir wann anders. Wir haben ja zurzeit Ressourcenknappheit. Wir haben jetzt erstmal dafür gesorgt, dass hier nichts mehr kaputt ist. Immer gut. Hier wird jetzt der Flachs geerntet. Ja, ja, ich hab's gelesen. Da zwei haben gefehlt. Hier werden auch Zwiebeln geerntet. Schön. Die ersten Zwiebeln. Der Bums kann auch geerntet werden. Und Weizen natürlich, ne? Oh. Das ist aber nicht rot. Oder ist das nur eine Entwicklungsstufe vom Mohn? Können wir den jetzt ernten? Warte mal, was steht hier? Weizen, Sensor. Mohn. Okay. Ist anscheinend noch nicht ready. Aber trotzdem, das ist nicht rot. Leute, es gibt einfach mehrere Mohnsorten. So, wie sieht unserer aus? So ein bisschen rosa, ne? Sowas hier in die Richtung. Orientalischer Mohn. Würde ich jetzt mal sagen, haben wir nicht. Alter, okay. Alter, ich dachte, er ist immer rot. Nee. Es gibt verschiedenste Sorten. Boah, es gibt auch gelben Mohn? Digga, okay. Wusste ich nicht. Okay, wieder was dazugelernt. Ja, irgendwie so, ne? Aber ich sage, da haben die Entwickler sich für die falsche Sorte entschieden. Weil das ist irgendwie, das sieht nicht so cool aus. Also richtigen roten Mohn hätte ich, glaube ich, gefeiert. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie sich historisch korrekt gehalten haben. Ich habe jetzt nicht so viel recherchiert. Ich habe einfach nur bei Google Bilder Mohn eingegeben, ne? Kann auch sein, dass der rote Mohn eine Auswahlzucht ist, die es einfach im Mittelalter noch nicht gab. So. Das ist jetzt meine Erklärung dafür, dass der hier so aussieht. Aber da können sich natürlich meine schlauen Leute in den Kommentaren wieder auslassen. Das ist jetzt erstmal meine Theorie dazu. Ihr könnt ja eure eigene stellen. Ich bin sehr interessiert, was ihr darüber denkt. Wir haben Hochsommer. Draußen. 48 Grad im Schatten. Aber meine Dorfbewohner wollen unbedingt Holzfeuer. Brennholz. Holzfeuer. Feuerholz. Feuerholz. Holzfeuer aus dem Staumbamm. So. Dachte, ich kann ja mal mein Holz irgendwie zum Bauen benutzen. Nö. Die frieren alle. Im Sommer.
Aber wenn ich das Haus jetzt aus Stein baue, dann brauche ich gar nicht so viel Holz. Ein bisschen was schon. 28 Stämme ist okay. Aber ich brauche vor allem Stein. Da wir eh noch ein bisschen Bautechnik brauchen, würde ich sagen, bauen wir an der Baustelle weiter da vorne, die ich eben erstellt habe. Und ja. Wenn wir das Haus hier unten fertig haben, können wir ja theoretisch schon da oben eins abreißen. Ey, ist top, wie effizient die einfach sind, wenn die zu dritt sind, ne? Einfach einer erntet, der andere düngt, die nächste gräbt gleich um. Das ist super. Dass das Feld hier ein paar Minuten abgeerntet, gedüngt und umgegraben. Haben wir eigentlich wieder freie Arbeiter? Wie sieht's aus? Nee, alle Arbeiter, die... Oder alle Leute, die keine Arbeit haben, sind hier Kinder. Wir haben wieder Schwangere. Ed Burger ist schon wieder schwanger? Habe ich ihr das erlaubt? Also sie kriegt jetzt das zweite. Bei der anderen bin ich mir nicht sicher, ob die schon mal ein Kind hatte. Nö. Das ist ihre Familie. Aber Ed Burger, safe, hat die schon ein Kind. Ja, das ist schon zwei, eine Tochter. Die ist schon wieder schwanger. Warum laufe ich eigentlich über den Fluss zu diesem Lager da drüben, wenn ich hier vor zwei, drei Folgen ein Lager gebaut habe? Weiß ich nicht. Übersehe ich. Vielleicht spiele ich nicht so konzentriert wie sonst. So, wir haben Probleme. Zwei Stück. Fischerhütte hat kein Material. Das ist normal. Schmiede hat kein Werk, kein Material, ja. Das ist auch normal. Gehen Sie bitte weg, ich muss Bretter machen. Also so ein, das beste Dach, das verschwendet schon echt viel Bretter, ne? Also, das ist krass. Zwei Steine brauche ich noch. Oh, hier sind Steine. Einer. Brauch noch einen zweiten. Komm schon. Komm schon, irgendwo muss ein Stein sein. Da. Okay. Einfaches Haus, abgeschlossen. Machen wir hier gleich mit dem Lattenzaun weiter, würde ich sagen. Und ich würde hier gern, glaube ich, ein Tor reinmachen. Also die Schafe haben schon eine interessante Geräuschkulisse, ne? Mäh. Ja, bis wir das bauen können. Da fehlt uns auf jeden Fall jetzt Holz. Aber wir können es verputzen. Das stimmt, das stimmt. Ja, top. Verputzt schon. Ja, wie gesagt, das ist ein Spot, wo man so ein Tierfreund sein muss, ne? Das muss man schon lieben lernen können. Dass es hier dauernd irgendwas blökt. Geil. Auch vor allem die geräuschintensivsten Tiere, ne? Ja, lass wir den Holzfäller erstmal Holz fällen, ne? Weil das bringt uns jetzt nichts, wenn wir jetzt hier auf jeden Holzstamm warten müssen und so. So, sie ist jetzt hier hinten schon an den Karotten dran. Schön. Aber mir gefällt das Mondfeld trotzdem.
Es fügt sich so ein bisschen in das, in dieses Kirschblütenthema mit ein, ne? Apropos Kirschblüten, wir können wieder Kirschen ernten. Ja, ich habe ja gesagt, dass die kleinen Bäume noch nicht groß sind bis dahin. Naja, egal. Kirschen ernten mache ich selber, weil ich habe den Skill, dass ich ein bisschen mehr rausbekomme aus den Bäumen. Und ich habe halt auch keinen Feldschuppen, der hierfür zuständig ist. Aber ist ja kein Thema, mache ich sehr gerne. Unsere leckeren Kirschen ernten. Könnten auch noch ein paar Kirschbäume kaufen, sehe ich gerade. Ne? Wir haben noch nicht alles bepflanzt. Naja, egal. Erstmal ins Lebensmittellager damit. Ach so, hier. Meinen habe ich vergessen. Aha. Der wichtigste Kirschbaum, den wir zur Hochzeit gepflanzt haben. Top. Ach, unser Zeug im Dings hält sich aber. Das hält sich. Bei den anderen nicht so, ne? Das ist meine Aura. Das traut sich nicht einzugehen. ...671 Kirschen. Könnten wir eigentlich verkaufen? Was wollen wir damit im Lager? Was wollen wir damit im Lager? Haben wir letztes Jahr, glaube ich, auch verkauft, ne? Gab das gut Geld? Bestimmt. Wichtige Ressource, Kirschen. Kirschen sind die Knickknacks des Mittelalters. Würde ich jetzt mal behaupten. Ist schon wieder Feierabend? Okay. Da ging schnell rum. Was haben wir denn heute auf den Feldern geschafft? So, erster Tag im Sommer ist vorbei. Zwiebeln sind geerntet. Flachs ist geerntet, wird gedüngt und umgegraben. Karotten werden geerntet. Und Kohl dann wahrscheinlich auch danach. Weizen hat sich jetzt noch niemand dran getraut, aber es ist ja auch erst der erste Tag vorbei. Ich glaube, für dieses Stück hier vorne würde ich es noch fühlen, wenn hier Häuser stehen würden. Bringen wir doch bestimmt noch zwei Häuser drauf. Ich setze mal Fundamente. Einmal hier so ein großes. Dann noch vielleicht zwei kleine oder so. Ja. Haben wir doch reinbekommen hier noch. Ich glaube, das wird gut. Das ergänzt so ein bisschen das Dorf hier. Ich habe ja überlegt, ob ich da eventuell noch irgendwie... Ja, so... warte, mir fällt es gleich ein. So Produktionsgebäude reinmache. Aber... Weiß ich nicht. Und Marktstände dachte ich eigentlich hier vorne. Na? Wir müssen mal gucken, ob mir das gefällt. Vielleicht reißen wir das auch nochmal ab oder so später. Aber erstmal würde ich das, glaube ich, so platziert lassen hier. Hier haben wir ja auch noch eine Ecke. Na, ich könnte auch noch was hin. Theoretisch. Man hat die ganze Zeit so weitläufig gebaut und jetzt versucht man, die Lücken zu schließen. Und das finde ich ganz cool. Aber ich setze schon wieder zu viel Fundamente. Und habe eigentlich gar nicht die Rohstoffe dafür. Ja, wir können höchstens mit Stein so ein bisschen erstmal vorriemeln, dass wir die Fundamente setzen können. Aber ich habe eigentlich nicht die Ressourcen dafür. Dafür bräuchte ich viel mehr Holz.
Okay, gehen wir erstmal schlafen. Denn alle anderen tun das auch gerade. Meine Heute schläft schon. Anuta. Die Haselnusstafel. Oh, ein Pferd ist groß geworden. Ein Pferd ist groß geworden. Also von den Kleinen. Da gucken wir gleich mal. Ist es das Schwarze? Ist es die schwarze Stute? Ich glaube ja. Dann können wir nämlich umsatteln und dann habe ich ein schwarzes Pferd. Ja, es ist die schwarze Stute. Okay. Dann satteln wir dich mal. Also jetzt nochmal für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, wie man das macht, ne? Mit Satteltaschen und Hufeisen und sowas, ne? So, pass auf. Ich mach hier nochmal den Sattel ab und zeig euch das nochmal. So, ihr habt ein Pferd. Noch nicht gesattelt, einfach ein Blanko-Pferd, ne? So, zack, wie ich hier. Dann habt ihr die Sattel im Inventar und dann geht ihr hier so ran und sagt, E-Sattel. So, das ist schon mal easy. Das kriegt ihr da hin, ne? So, jetzt geht ihr... Ach nee, Quatsch. Jetzt geht ihr in das Inventar von dem Pferd und tut da die Satteltasche rein. So. Und jetzt ist der Punkt, wo die meisten nicht wissen, hey, wie kann ich die denn ausrüsten? Wie geht das denn? Ja, dann geht ihr wieder aus dem Inventar raus, geht in euer eigenes Inventar. Das, wo ihr euren Charakter seht, bla bla bla, hier, ne? Und hier unten habt ihr H zum Reittier wechseln. Da drücken wir jetzt mal H drauf. Und jetzt haben wir hier über mir den Slot für Hufeisen, den Slot für Satteltaschen. Und hier sehen wir ja auch im Inventar vom Pferd sind die Satteltaschen schon drin. Da haben wir die ja reingetan. So, jetzt klicken wir da drauf und können jetzt unten ganz links F für Ausrüsten drücken. Und zack. Da sind sie drin. So, kleines Tutorial, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder nicht weiterkamt. Das ist wirklich eine schöne Stute. Ah, guckt euch die Blässe an. Schönes, schönes Tier. Und er wird genauso schön. Er wird genauso schön. Nur, dass bei ihm hinten der Po schön Schimmel ist. Ich habe gerade überlegt, wie das Wort heißt, aber Schimmel. Ja. Schönes Pferd. Und damit reite ich jetzt los und verkaufe die Kirschen. Im Flussdorf oder? Nee, ich fahre in die Stadt. Ich reite in die Stadt. Weil ich will mir auch nochmal die Quests angucken. Wenn da ein paar easy Quests dabei sind, dann machen wir die gleich. Denn neue Häuser heißen auch neue Dorfbewohner. Hallo. Wollen Sie meine Kirschen kaufen? Ja, aber nicht alle. Okay, alles klar. Best good. Good luck. So, wen haben wir denn hier? Du hast nichts zu verkaufen. How is life treating you? Du kaufst meine anderen Kirschen, ne? Zack, sehr gut. Best goods in the rap. See you soon. Okay, wir gucken mal, was wir da so für Quests an der Anschlagtafel haben. Gib mir einen Korb. Abliefern, mittlerer Weidenkorb, dreimal. Also für die Dynastie-Reputation lerne ich das Rezept. Das mache ich. Betrachten wir es nüchtern.
Gänseblümchen, einmal mit Wasser, Disteln, Flakon aus Ton. Habt ihr sie noch alle? Das ist viel zu aufwendig für die 120 Dynastiepunkte. Hier sollen wir Stöcke, 2 Holzstämme und 17 Stroh abliefern. Das können wir machen für die Dynastie. Hier sollen wir 4 Wildschweine jagen, das ist auch easy. Messerschwindler unter uns. Kupfermesser 13. Ja. Von mir aus. Ich reite erstmal zurück und dann gucken wir uns an, was wir da alles machen müssen. Die geben ja alle 120 Reputation. Wenn wir die alle schaffen, dann können wir auf jeden Fall sehr viele neue Leute engagieren. Und Kupfer haben wir ja... Also das ist ja die Ressource, die wir gerade am meisten haben, glaube ich. Ohne Scheiß, wirklich. Das ist krass, wie viel Kupfer wir einfach haben. Mal gleich gucken, wie viel Kupfer man braucht für so ein Messer. Ich denke nicht viel. Und ich frage mich auch, ob wir das Rezept schon haben. Kupferwerkzeuge. Kupfermesser haben wir. Stock und Kupferbarren. 2 Barren. Das ist sehr viel für ein Messer. Aber wir haben es ja. Noch 70 Barren, aber ich glaube, ich werde erstmal selber was schmelzen. Haben wir noch Stöcke? Ich will jetzt nicht wieder die ganzen Stöcke nehmen. Wir haben einen Stock, Leute. Einen? Ich will ja nicht die ganzen Stöcke nehmen, also lasse ich den einen da drin. Ein Stock, Leute. Jetzt läuft irgendwie noch nicht mit der, mit den Holzschuppen. Das wäre vielleicht mal so ein Punkt, wo wir sagen, okay, da brauchen wir neue Dorfbewohner. Und da brauchen wir einfach 2 Mann pro Holzschuppen. So lange, bis es wieder Überhand nimmt. Ich glaube, die 7 Kupfermesser reichen schon. Tagebuch, Messerschwindler, 13 brauchen wir, alles klar, mach mal die Äste frei hier, komm, weg, geh, dankeschön. Nein, ich will nicht mit dir reden, du sollst das Amboss frei machen, das Amboss, lol, warte, wir hatten 7 und brauchen 13, ne? The more you work. Okay, wir haben die Messer. Da oben steht zwar 14, aber ich habe selber immer noch eins, mit dem ich meine Tiere aufschlitze. Entschuldigung. Die restlichen Stöcker können wir ins Lager tun, da werden sie gebraucht. Die 8. So, eine Quest haben wir jetzt erledigt. Sauerei. 4 Wildschweine, ja, okay. 28 Stöcke, 2 Stämme und 17 Stroh. Für er hustete und prustete und pustete. Mhm. Oh, erstmal eine fesche Kohlsuppe. Wir haben Hunger. Oh, so langsam bekommen wir ein Vorrat an Kohlsuppe. Wo haben wir noch Flächen, wo Stöcke wachsen? Hier. Ich suche natürlich auch so und so Stöcke aus so Ahornstöcke, ne? Weil da kriegt man das meiste raus, wenn man die so abbaut.
Aber ich nehme auch gerne so welche hier, die einfach so auf dem Boden liegen. So. Gib mal Gas, bitte. Irgendwann habe ich mal gelesen, dass das sich hier einfach auffüllt. Aber das bleibt für immer leer, ne? Das ist schlecht. Einmal gelootet und dann für die Ewigkeit verloren. Theoretisch können wir diesen Hügel hier auch noch nutzen, um darauf zu bauen. Weil hier vorne können die Leute im Prinzip einfach auf die Straße laufen und laufen ins Dorf. Das ist auf jeden Fall besser als das da oben. Hier müssen wir natürlich einiges an Birken fällen. Aber die Option können wir uns ja offen halten noch. Vielleicht kommen hier oben die Kühe hin. Wisst ihr, was ich meine? Die brauchen ja auch nochmal Platz. Und es ist ja hier so ein bisschen die Viehwirtschaft auf der Seite des Flusses. Deswegen macht das schon Sinn. Wenn wir einmal hier sind, können wir auch theoretisch auch gleich nochmal nach den Wildschweinen da oben gucken. Haben wir noch Pfeile? Haben wir noch einen Bogen? Irgendwie sehe ich nicht, dass wir einen Bogen haben. Aha, hier ist er, der Langbogen. Aber nur nicht ausgerüstet. Achso, weil es ein neuer ist, ne? Der hat jetzt wieder frische 100%. Der andere ist anscheinend kaputt gegangen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ja, wird so sein. Erledigt. Hier nur zwei Wildschweine? Das glaube ich fast gar nicht. Hier sind nur zwei. Okay. Schade. Mich so auf drei gefreut. Wir mussten ja sowieso den Spot wechseln, weil vier wären hier auf keinen Fall gewesen. Aber nur zwei ist natürlich auch kacke. Also das sieht auch schon geil aus, oder? Der Blick von hier auf die Felder. Es ist ein schöner Kontrast mit dem. Vorne wird der Kohl gerade gepflügt. Dann der Hafer, der da schon wächst. Der Weizen, der da gerade geerntet wird. Da hinten das Mohn. Oder der Mohn. Ich hab's heute so mit den Artikeln irgendwie. Haben wir vier Probleme in der Verwaltung. Jetzt gucke ich gleich mal, was für Probleme haben wir. Immer noch, dass in der Schmiedewerkzeug Material fehlt und dass in der Fischerhütte Material fehlt. Ne? Es sind halt nur bestimmte Produktionsketten, die da jetzt betroffen sind. Nicht ein Symbol für die Schmiede, sondern zwei oder drei. So, wir brauchen 28 Stöcke. Dann können wir den Rest, den wir gesammelt haben, hier wieder reintun. Wir brauchen zwei Holzstämme. Und 17 Stroh. Stimmt, das haben wir auch. Okay, die Quest haben wir also auch erledigt. Zwei Wildschweine fehlen uns noch. Und wir brauchen einen mittleren Weidenkorb. Drei Stück. Gucken wir mal, ob wir das Rezept schon haben und was wir dafür brauchen. Wahrscheinlich Stücke. Mittlerer Weidenkorb kostet nur 200, das Rezept. Davon brauchen wir drei Stück und jeweils 8. 16, 32. Okay. Nee. 16, 24. Lol. 32 sind 4.
24 Stücke. Hat die gerade gesagt, may the forge be with you? Das ist ja witzig. So, drei Weidenkörbe. Okay. Das haben wir. Die Schweine fehlen uns noch. Ja, okay, gut, 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 gut. So, wir suchen uns jetzt noch zwei Wildschweine und dann können wir die Quests abgeben. Wildschwein. Mäuschen, piep einmal. Wo bist du denn? Hier kann doch nicht nur ein Wildschwein sein. Ach, da ist noch eins. So. Perfekt. Zwischen die Augen. Können wir auch gleich das Fleisch und das Leder verkaufen? Jo. Ja, schnell mal vier Quests erledigt, ne? So schnell geht das, Leute. Es muss natürlich auch, die Quests müssen passen. Die eine Quest da, wo wir da 1000 verschiedene Blumen und Disteln und was weiß ich nicht alles fangen sollen. Nee, danke. So einen Müll fange ich gar nicht erst an. Wahrscheinlich hätte man alles um die Stadt drumherum gefunden, wenn man es gesucht hätte. Aber nein. Das mache ich nicht. Wo bin ich denn hier eigentlich? Muss da lang. Völlig verfahren, schon wieder. Muss mal wieder alles bei dem komischen Typen da abgeben, ne? Diesen Handlanger vom Bürgermeister. Hier vorne, der hier. Hallo. Bin hier, um den Code abzugeben. 120 Reputation. Ich hab die Wildschweine erschlagen. 120 Reputation. Ich habe die Messer, 120 Reputation und warte mal, ich habe da noch eine Quest, das hier, wo müssen wir das abgeben? Siabora, und die ist neu, wo ist die? Da hinten! Lol. Das ist schon wieder bodenlos. Da soll ich jetzt hinreiten. Ich meine, es geht schnell mit dem Pferd, aber trotzdem. Bis jetzt waren noch die Quests immer so, dass man die hier im Dorf abgeben oder in der Stadt abgeben konnte. Aber jetzt soll ich bis nach da hinten reiten. Mich verarscht. Das hätte ich nicht gemacht für 120 Reputationen. Durch den gruseligen Sumpf. Ich fürchte mich doch so sehr im Sumpf. Da, hier, irgendwelche freilaufenden Elche, die einen umlaufen. Irgendwelche Bäume, die abgeknickt sind. Komische versunkene Häuser. Der eine Typ, der hier so creepy alleine wohnt. Aber hier sind auch schöne, also ich finde den Spot hier auch nicht schlecht zum Siedeln. Hier sind auch schöne Spots dabei. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ach, das ist dieses Holzfällerdorf hier, ne? Ah ja. Haben wir hier nicht unsere Esel gekauft? War das hier, wo ich noch Tierfutter geklaut habe? Ich glaube ja. Glaube ja, hier haben wir Tierfutter geklaut. Und hier gibt es auch Schweine. Ah, haben wir die Schweine gekauft? Es kann auch sein, dass wir hier die Schweine gekauft haben. Es fühlt sich schon ewig lang her an, dass ich hier war. Ja, du bist die Schweinehüterin. Okay. Ja, 120 Reputation. Ja, und ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Mad Eagle Dynasty. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, gleich am Anfang, ob wir hier Leute finden, die für uns arbeiten wollen.
Ansonsten schreibt gerne einen Kommentar unter das Video, wie immer. Lasst ein Like da und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.